es geht immer alles gut aus, ja? Und das möchte ich auch voll gern mitgeben. Im Leben wird alles immer gut gehen, wenn man daran glaubt und wenn man einfach die richtige Einstellung dazu hat. Und die bringe ich einfach immer und überall mit hin. Und was soll denn passieren? Auf was legst du dann besonders Wert bei so einer Zeremonie? Ich lege bei einer Zeremonie besonders auf das Wert, dass die Leute mir vertrauen. Ja? Mir ist wahnsinnig wichtig, dass wir das Hochzeitspaar und AI oder egal um wen es da jetzt geht, dass wir einfach unsere Masken runtertun und dass wir sagen, so, das sind wir, ja? Von Kopf bis Fuß, das bin ich. Ja? Und ich darf bei der Jasmin, ich darf ich sein, ja? Und sie dürfen mir vertrauen. Und das ist mir extrem wichtig, einfach echt sein. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Was sollen sich deine Paare dann erinnern noch so, nach deinen Reden? An das Gefühl. Also fühlen ist für mich das Allerwichtigste. Ja? Die werden sich vielleicht nicht an meine Worte ganz genau erinnern, aber sie werden vielleicht das mitnehmen, was ich ihnen rübergebracht habe. Ja? Und das sind vielleicht nicht immer die Worte, sondern auch einfach, was ich in ihnen ausgelöst habe, vielleicht auch ausgelöst in den Gästen. Und das ist mir total wichtig, dass sie einfach denken, das war eine richtig schöne, herzerwärmende Zeremonie. Würdest du uns gerne ein bisschen was über dich erzählen? Was sind so deine großen Leidenschaften im Leben? Meine großen Leidenschaften im Leben sind das Leben an sich. Ich lebe so gern, mit allen Facetten. Und auch Freunde von mir sagen immer, Maja, bei dir ist ja alles immer gut. Es ist nicht immer alles gut bei mir, aber ich schaue, dass es immer gut wird. Ja? Und ich bin Meisterin, Glücksmomente in ganz kleinen Sachen zu sehen. Ja? Und das habe ich auch von meiner Großmutter mitgekriegt. Ja? Das war so mein Herzensmensch und die hat mir das gezeigt, dass man auch, wenn es einmal wirklich schlimme Situationen sind, dass man das selber immer in der Hand hat, wie man damit umgeht. Und ich gehe halt sehr gut mit diesen Sachen auch um. Ja? Ja, du sagst, du lebst sehr gerne. Wie lebst du denn dein Leben? Was sind so deine Hobbys? Meine Hobbys, meine Leidenschaften sind alles, was mit Menschen zu tun hat. Ich kümmere mich wahnsinnig gern um Menschen. Also ich habe einen Freundeskreis von 16 bis 85. Ja. Ich rede Menschen wahnsinnig gern an. Inwiefern haben diese beruflichen Wege, die du da gegangen bist, schon darauf vorbereitet, Redner zu werden? Als Flugbegleiter musst du ganz viele Sachen auch hinter der Fassade sehen. Ja. Also die Leute erzählen da etwas, aber oft steckt da was anderes dahinter. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass man sich nicht von dem ersten Augenblick blenden lässt, wenn man jemanden zum Beispiel kennenlernt, sondern dass man wirklich hinter die Fassade blickt. Ich kann mich wahnsinnig gut in viele Situationen versetzen. Ich bin ein Chamäleon, also ich kann mich wirklich drehen und wenden, wie es sich gerade wie es gerade sein sollte. Das hat mich da sicher sehr geprägt. Ja, der Emil ist so mein Liebling, ich liebe ihn. Das ist mein Blumenauto, das habe ich selber mit 181 Blumen beklebt.